Seid ihr ehrliche Krieger, die einem Bruder zu Hilfe eilen? Sendet ihr eure Speere in den Kampf gegen diesen Feind? Ich kann das nicht annehmen. Der weiß ganz genau, dass ich den Krieg nicht gegen Dumnonien annehmen kann. Das ist mein Klientelknüttum, du Wichser. Aber ich will eigentlich sowieso die ganze Ecke hier leer haben, dass ich da keinen Feind mehr habe. Also wir können eigentlich rein theoretisch die komplett erobern. Und die mache ich auch fertig, aber wir können das erstmal annehmen für Geld. Oh Mann, was kompliziert. Das dachte ich mir irgendwie schon fast. Mein jetziger Vorteil ist allerdings, dass er jetzt A, nicht in der Stadt drin ist und B, die komplette Garnisonsding hier fehlt. Das macht es schon mal besser. Was ich nur vergessen habe ist, das ist nur meine Legions- und Kavallerietruppe und ich habe den einfach zum Angriff geschickt. Das war nicht ganz durchdacht. Da sind keine sehr starken Legionäre drin, nur halt die normalen. Es ist nicht gut, ist nicht gut. Oh Mann. Ja, dann hoffen wir mal das Beste, ne? Ich meine, wir haben ja 20% mehr Verteidigung, 10% mehr Angriff. Vielleicht klappt's ja. Die Frage ist auch, von wo die Verstärkung kommt, ne? Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Söhne des Mars. Wir machen die trotzdem mal in verschiedene Truppen. So. Und wir versuchen uns irgendwie einzubunkern, weil von hier unten, denke ich mal, kommt keiner, oder? Das wäre schon krass. Oder? Ne, ist eh Ende des Schlachtfelds. Ah, ich weiß nicht, wo wir uns hinstellen sollen. So eine Kacke. Ah, ich würde sagen, wir stellen uns einfach so hin, wie wir es sonst auch machen. Erstmal einfach ganz normal und dann halt darauf reagieren, wie er sich bewegt. Könnt ihr das bitte so hinstellen, wie ich es möchte? Ah, steht schon gut, okay. Nice. Passt. So, von wo kommt die Verstärkung? Die Augen des Senats und ganz Roms. Puh. Die Isländer. Und das sind jetzt hier sehr leichte, sehr schwere Nahkampfinfanterie. Ich wusste es. Mittlere Speerinfanterie. Leichte Nahkampf. Okay, von da kommt die Verstärkung. Das könnte schon mal zum Vorteil für uns sein, ein bisschen. Weil dann sind die halt erstmal zum Kämpfen. Wobei, der wartet auf die, ne? Der wartet auf die. So ein Wichser. Von den Ballisten müssen wir später abfangen. Hat er da hinten Speerkämpfer drin? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, natürlich. Wie hier vor die Linie reingeschossen wurde. Frage ist, wie weit können die schießen? Oh Gott, der greift mit allen auf einmal an. Das kann ja echt ein Fest werden. Streitwegen hat er auch. Da kommt er. Wir versuchen ihn mal so ein bisschen unter Druck zu setzen. Nur so ein bisschen. Ja, unsere Legionäre müssen ja logischerweise jetzt auf Kampfposition hier stehen bleiben, ne? Das war der dümmste Trupp, den ich damals zusammengesetzt habe, ne? Ohne Scheiß. Auf den Kundschafter. Wir bleiben aber in normaler Geschwindigkeit. In die Reihen. Ui, das habe ich gar nicht gesehen. Direkt gegenhalten. Genau. Au.
Okay, hier schießt die Balliste also hin. Oh, jetzt ist die Balliste aber frei und hier ist der General. Wir könnten den General gleich abfangen. Tötet ihn ganz kurz. Genau. Und jetzt auf geht's. Angriff. Das ist ein Streitwagen. Alter, das setzt, der setzt mich wirklich unter Druck. Okay, das sind überall Sperrkämpfer. Alles gut. Wir müssen hier helfen. Oh, oder der kommt einfach hier rein. Oder er kommt einfach rein. Das ist natürlich auch eine Idee. Dahin gehen. Okay. Noch ist alles gut, okay. Ihr rennt bitte damit rein. Nee, das ist ein Sperrkämpfer, das ist gefährlich. Den fangt ihr ab. Das passt. Okay, der General stirbt gerade. Auf geht's! Die Furcht, okay. Machen wir es mal so, um über die Moral zu schwächen, denke ich mal, ist das. In die Bresche. Okay. Raus da. Ihr müsst da durchgehen. Genau, holt die Ballisten weg. Ja, ihr könnt ruhig den da töten, das ist okay. Das wird auch irgendwie funktionieren. Der General ist vor kurzem gefallen, sehr schön. Raus da. Ihr müsst raus. Ihr müsst da raus, Jungs, bitte. Verpisst euch. Gut, die Ballisten sind weg. Ihr müsst nur von diesen Sperrkämpfern weg, bitte. Okay, gut, das klappt. Wir können halt hier nicht reinhalten, weil da überall Sperrkämpfer drin sind. Aber wir könnten versuchen, die schon mal als Dingen dahinter zu stellen. Sehr schön. Du verfolgst den bitte. Hier, das klappt. Irgendwie klappt das schon. Die sind natürlich dermaßen Überzahl. Mal gucken, wie es läuft. Okay, wir schüchtern die erst hier Dings ein. Ich denke mal, damit kriegen wir einen besseren Vorteil. Was ist in die Bresche genau? Zielt auf verbündete Einheiten, um deren Angriff für kurze Zeit zu verbessern. Sehr schön. Auf den da. So, und das hier motivieren ist, denke ich mir, klar für die Moral. Wir könnten jetzt hier einreiten, aber das sind halt überall Sperrkämpfer. Das macht keinen Sinn. Okay. Wir müssen da ganz kurz reinhalten, weil der geht mir auch echt auf den Keks. Perfekt. Ah, der ist gerade ein wenig schlecht dran. Wir müssen eigentlich kurz reinhalten. Okay, auf die Seite hier. Kommt, Jungs. Ey, General. Sag mal, Kollege. Ich glaube, wir haben ein Problem hier gerade. Nee, warte, ihr könnt hier hinkommen. Ihr könnt hier hinkommen, um da die Bogenschützen wegzuholen. Kurz hier hinten reinhalten. Auch wenn das Sperrkämpfer sind, wir müssen kurz reinhalten. Genau so. Nur um die Moral ein bisschen zu stärken, weißt du? So, dann schüchtern wir hier die Gegner mal ein.
Gut. Und rein da. In die Bresche. Sehr schön. Es klappt, es klappt. Was gezeichnet. Huiuiui. Sehr schön. Guckt euch mal die Ränge an, ey. Oh, geil. Die Furcht, was ist das genau? Hält feindliche Einheiten innerhalb des Einflussbereichs eures Generals über einen längeren Zeitraum davon ab, ihre Fertigkeiten zu aktivieren. Ach so. Wir haben gewonnen. Ohne eine Einheit zu verlieren. Huh. Aber ich hatte vor diesem Kampf schon ein bisschen mehr Schiss, muss ich zugeben. Wobei es eigentlich immer noch sehr gut gelaufen ist, ne? Wir haben nur 600 Leute verloren. Aber der Kampf, also, das war schon... Ich wurde ein wenig eingeschüchtert durch ihn, muss ich zugeben. Aber danke für die schönen Ränge hier. Oh, das tut so gut, ne? Leg dich nicht mit Roman. Die bringe ich um. Alle. Jetzt verpisst er sich. Ja. Hau ruhig ab. Da bewegt sich wieder die halbe Welt. Ja, der holt sich Lupfer dumm. Wenn Massili sich das holt, bin ich voll zufrieden damit. Glaube ich. Oder? Dein Ernst? Der hat doch gerade erst gekämpft. Kannst du mir nicht mit einer Auszeit gönnen? Ach komm. Für die Verstärkung ist auch die geilste, ja? Aber das sind, glaube ich, alles nur... Jo, wobei, wir könnten da mit unserer Kavallerie echt gut reinrotzen. Das ist eigentlich sehr gut, was der mir zum Angriff schickt. Für uns zumindest. Okay. Das kriegen wir hin. Also die Verstärkung hätte ich auch sparen können. Aber naja. Uff. Ja, also der, nein, der und der gehen in die 8. Die 8 heißt immer, wird nicht genutzt, weil die 8 ist halt einfach zu krass dran. Ihr kommt hier und dann in die Schildkröte. Weil das, ihr versteckt euch einfach irgendwo. Ihr könnt euch hier in dieses kleine Stückchen reinstellen, mit dem ihr unsichtbar bleibt. Tschüss. So. Dementsprechend machen wir, nee, wir machen die hier einfach alle zu Gruppe 1. Ist mich nicht so groß. General auf die 5 wieder einmal. 3. Nein. Du gehörst zu 8. Wir machen es mich so. Du und du, ihr werdet die 4. Das ist so besser, ja. Da kommt die 4 und die 3 kommt diesmal an die andere Seite. Schön. Alles klar. Dann geht ihr bitte dahin. Und wir verschnellern ganz kurz ein bisschen. Au. Lose Formation. Alter. Okay, da muss die Kavallerie direkt reingehen. Wir müssen diese Dinger loswerden. Dringend. Nein, auf den General. Der ist nämlich nicht so stark gerade. Junge. Ja, ja. Ja, schieß doch. Mach mit deinen komischen Schleudern hier drauf. Juckt mich nicht. Sehr gut. Oh, der stellt sich aber ein bisschen dumm an, ne? Der lässt den ganzen Bogenschützen alleine mit meiner Kavallerie. Sehr schön. Okay, der General fällt gleich. Hervorragend.
Sehr, sehr gut. Weißt du was? Du greifst das mal bitte die an. Komm, wir müssen die ganzen Bogenschützen jetzt wegrotzen hier. Alle, die können durchwärts zurückgehen, ist egal. Ruhig in die normale Formation wieder zurückgehen. Immer in Zweier-Trupps. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ihr kämpft da weiter, perfekt. Und ihr verfolgt die weiter. Wunderschön. Und damit sind seine ganzen Fernkämpfer schon quasi den Untergang geweiht. General in der Nähe und unter Eigenbeschuss gewinnt die laufende Schlacht. Sehr schön, die sind alle begeistert. Wenn ihr den habt, dann könnt ihr euch dahinter stellen und den wegmachen. Wunderschön. Ach, ich mag simple Kämpfe. Dahinter stellen. Und zwar schnell. Oh mein Gott, ey. Die Ränge werden hier jetzt richtig hoch, ey. Nice. Okay, die sind außer Atem, wir sind noch frisch, ey. Allein das sagt schon was. Kommt schon, bewegt euch. Schnelles Marschieren. Angriff. Angriff. Genau, und zack, da rein. Jetzt haben wir sie komplett. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Sehr schön. Puh, das war einfacher als gedacht. Der hat sich aber auch echt dumm angestellt. Der hat die alle alleine stehen lassen. Das war schon echt schlecht von ihm. Sehr gut. Und schon haben wir ein paar Ränge 7. Oder? Nee, doch. 1, 2, 3. Nee, Quatsch. 1, 2, 3, das war 4, 5. Rang 5, sorry. Rang 7 wäre Gold, weißt du? Gut, gut, gut. Wow, der hat mit dem Speerkämpfer ja gar nichts gemacht. Wir haben 74 verloren. Lol. Das war hart. Okay, 74 Verluste in Gera zu 1400 ist schon echt krank. Ja. Ich erwarte weitere Befehle. Nice. Okay, wir müssen auf jeden Fall kurz Fuß fassen und uns ein bisschen regenerieren. Ja, neuen Dings hier, Eigenschaft erhalten, nüchtern. Wird eher im Kampfe geschätzt. Wein mag eine schöne Sache sein, doch davon versteht diese Person nichts. Ja. Feldpionierwerkstatt in Rom fertiggestellt. Schön. Wie kann ich euch dienen? Ja, du kannst eigentlich schon mal deinen Wich wieder zurückbegeben. So, in Iska ist eigentlich gar nichts wirklich. Ihr kriegt mal ganz kurz hier, etwas Neues hier. Plündern machen wir mich mit euch. Genau. Bist du auch auf Plündern ausgelegt? Ich glaube schon, oder? Nee. Oh. Ja, du kannst dir mal ganz kurz Iska holen. Ja, weg damit. Genau. Hm. Nee, Iska nehmen wir friedlich ein, oder? Iska, ja. So, damit haben wir ihn ausgelöscht gleich, indem wir den hier töten. Und das werde ich jetzt auch ausnutzen. Wir sind zwar schon hart angeschlagen, aber den schaffe ich noch. Das kriegen wir auch noch hin. Meine Armee besteht nur noch aus 828 Soldaten, ey. Autsch. Und 4 Trupps kämpfen diesmal nicht mit. Ich will die halt nicht riskieren, weißt du? Oh, ist das ein Brückenkampf? Lol. Das ist das allererste Mal in diesem kompletten Spiel, dass ich jemals einen Brückenkampf mache. Nice. Nebel, da will doch keiner haben. Trocken, ja, das ist das Schöne hier.
So, du und du. Seid die 8. Ihr stellt euch irgendwo hin, wo euch keiner interessiert. Ab ins Wäldchen. Boop. Boah, die Augen darüber sehe ich ja sogar schlecht. So, da ist er. Hier ist der Wasserübergang. Das könnte witzig werden. Weil wir müssen mit der Kavallerie direkt rüberrennen. Okay. Die 3, die 4. So, und ihr alle seid Trupp 1. So, und ihr geht alle bitte hier hin. Dahinter ruhig. So, der Trupp 2 rennt direkt dahin und der rennt direkt dahin. Ihr müsst euch beeilen. Und in die lose Formation bitte. Weil ich nicht möchte, dass der gleich mit seinen Ballisten wieder meine Legionäre reinschießt. So. Denkt dran, Jungs, beeilt euch. Ich möchte aber erst die Ballisten weghaben. Macht am meisten Sinn. Sehr schön, das hat schon mal funktioniert. Nein, nein, dahin. Rennt, Jungs. Tut mir einen Gefallen und rennt einmal in euren Leben da, wo ich es euch sage. Okay. Der verliert ja gerade ein bisschen was. Aber die kriegen wir noch hin. Genau. Und rein da. Wumms. Ausgezeichnet. Ihr müsst euch beeilen. Beeilt euch bitte. Oh, da hat einer noch einen Rang bekommen. Nice. Jetzt müsst ihr raus da. Rennt! Autsch. Okay, die sind schon alle fast tot hier. Ist nicht gut. Okay, pass auf. Ihr bis da seid Trupp 3. Und der sind Trupp 2. Trupp 3 rennt bitte jetzt die ganze Zeit ins Ende der Welt. Die kämpfen nicht mehr mit. Trupp 2 versteckt sich jetzt einfach hier hinten irgendwo in der Ecke. So, Trupp 1 rennt und tötet ihn. So, die Ballisten sind noch übrig, ne? Aber die Ballisten stehen lassen. Sehr schön. Hat schon mal alles funktioniert. Jetzt rennen die nämlich nach hinten zu unseren Kavallerieeinheiten. Und wir können mit unserer Kavallerie hier außenrum rennen und versuchen, ihnen hier die Einheiten wegzuholzen. Weißt du was? Du kannst auch hier hinten hinkommen. So, ihr geht dahin. Dahin. Angriff. Speere, los! Ah, ihr dreht sich nach hinten um. Interessant. Und zack, da fliegen sie. Ah, fast gar nichts getroffen. Okay, nice. Nice. So, ihr bringt ganz kurz den um. Du bringst ganz kurz den um. So, alle auf den General. Der stellt sich auch wirklich dumm an, der Typ, ne? Zack. Ja, das war's mit der Ballisteninfanterie. Ihr geht jetzt auf die andere Seite. Ihr habt euren Job erfüllt. Ihr könnt euch auch verpissen. Aber wobei, das steht eigentlich ganz gut. Ihr könnt euch da hinstellen. Die 3, die kann mich gleich hier reinrotzen. Sehr schön.
mutige Römer bis zum letzten Mann. So, das war's mit dem General. Wo ist eigentlich mein General? Hier, ne? Kriegsscheife Gruppe. Reduziert für kurze Zeit die moralfeindliche Einheiten innerhalb des Einflussbereichs eures Generals. Sehr schön. Ja, komm. Ich bin ein bisschen begeistert. Das klappt alles viel, viel besser, als ich gedacht hätte. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Okay. Nice. Alle, dann ruf bitte. Und bei uns motivieren wir den hier. Baboom! Hervorragend geklappt. Ja, besser jetzt nicht klappen können. Nice, nice, nice. Ah, die ersten Einheiten Rang 6. Jetzt gehen wir richtig hem, du. Und wieder haben wir eine 100 voller und der fast 800. Oh, der ist komplett down, ne? Ja, damit ist er jetzt leider ausgelöscht. Ärgerlich. Und Rom hat eine weitere Nation eliminiert. So, Nachrichten sagen, Siedlung erobert, Dankeschön, Iska, Welt der Wunder. Ihr habt ein Wunder entdeckt, blabiblub. Was ist denn Iska für ein Wunder drin? Nee, warte, wo kann ich das nochmal nachsehen? Ich glaube hier irgendwo, ne? Oder? Nee. Ah, hier, genau, da war das. Stonehenge. Oh, das war jetzt... Oh, nice. Plus 10% zivile Forschungsrate und minus 20% Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen. Nice. Haushalt erweitert sich. So, ihr könnt alle noch verbessert werden. Das nutzen wir ganz kurz aus, weil das ist wertvolles Gold. Ich meine wertvolle Verteidigung. Mann. Und ich würde sagen, jetzt endlich mal habt ihr euch mal eine kleine Pause verdient. Und ihr tauscht mal ganz kurz die Seiten. So, ihr braucht 4 Runden. 5 Runden. 5 Runden, okay. Ist ja alles gut. Nice. Da kommt der Izener zu meiner Seite rüber. Das ist natürlich sehr intelligent von ihm. Da halte ich gegen. Der geht hier erst nur an Land, der kann ja nicht direkt laufen, ne? Dann kommst du auch in 2 Runden dahin. Dann können wir die Armee generell mit nach oben nehmen, weil die bessern sich jetzt ja gerade alle. Und erhöhen die Ränge hier auch bis zum geht nicht mehr. Dann tritt er sogar noch gegen eine stärkere Armee an, weil hier sind noch Prätorianergarden und alles drin. Hieß es Garde? Ja, Garde. Schön. So, wir sind auch fast pleite, aber wir können, glaube ich, noch irgendwo was bauen. Das da. Nice. Damit haben wir schon mal einen kleinen Teil erfüllt. Der Nasamone hier unten macht eigentlich keinen Stress mehr, oder? Meint, wir können diese Armee hier auch wegnehmen? Und wir werden einfach hier stehen lassen. Weil ich meine, naja, der Nasamone ist eigentlich nichts mehr wirklich. Na, der tut uns schon nichts. Ganz kurz gucken. Mein Spion kann ja noch was tun. Nee. Dann sind wir wieder durch. Wobei, ganz kurz gucken, ich glaube, ich habe was vergessen. Ja, ich glaube, ich habe hier vergessen, die Loyalität zu bekommen. Aber wir haben noch kein Risiko, nichts. Also ist alles gut, alles im grünen Bereich. Ah, schön. Ich bin ein rechtschaffender Mann. Oh, Rang bekommen. Nein.
Das beste Bier kann eine trockene Kehle nicht lindern, wenn Gespräche zu nichts führen.